Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Losberg. Wir legen hier los, hier auf unserer schönen Map der Losberg und werden gucken, dass wir hier vorankommen. Neue Aufnahmesession am Start. Ich werde jetzt wohl geplant in 2 Folgen nicht. Wir werden 3 oder 4 Folgen aufnehmen. Das sollte zumindest erstmal ein paar Tage reichen, da die Losberg ja auch nur alle 2 Tage erscheint. Ne? Und große Nachfrage bei Palettenverkauf für Wolle. Müssen wir uns gleich mal angucken. Wir wollen aber erstmal hier einmal die Einsaat fertig machen. Hier auf dem Feld 26 sind wir gerade unterwegs und sehen gerade Raps. Raps auf Feld 26. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Wir werden sowieso einiges an Geld brauchen auf Dauer und klar, Raps wäre dann nicht schlecht, ne? Raps ist teuer, gut im Verkauf. Klar, bringt das jetzt nicht die ganz große Menge wie Weizen, Gerste. Aber trotzdem ist Raps ein gutes Mittel, um Geld zu verdienen. Ne? 53.000 haben wir gerade auf dem Konto. Wir werden auf jeden Fall in weitere Felder investieren. Das haben wir auch in den Kommentaren so besprochen, dass neue Felder dazukommen müssen. Tiere sind wir eigentlich gerade relativ gut dabei, was das angeht. Ich glaube, die reproduzieren sich jetzt auch von selber im Prinzip, die Tiere, die wir haben. Ich meine, Schafe haben wir auch. Ne? Ich meine, wir müssen auch Schafe haben. Ne? Aber geht davon aus, ja. Ich meine, wir hätten Schafe auch geholt gehabt. Wir werden jetzt im Prinzip erstmal Feld 26 hier zu Ende einsehen. Das steht als erstes an. Und dann werden wir gucken, dass wir uns um die große Nachfrage für Wolle konzentrieren. Ob wir da was verkaufen können für den Palettenhandel. Und ich glaube, gleich müssen wir mal die Sämaschine auffüllen. Die ist nämlich zur Hälfte schon leer. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell leer geht hier, ne? Ja, ich werde heute, Aufnahmesession heute, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben heute Mittwoch. Den 26., 27., 28., keine Ahnung. 27. haben wir heute. Nehme ich gerade ein bisschen was auf. Habe heute noch viel zu tun hier, was Gesundheit betrifft und alles. Aber ein bisschen habe ich zumindest Zeit, was zu machen. Und was ich heute auf jeden Fall noch aufnehmen wollte, ist die Kampagne auf Franks neue Folgen. Krebach habe ich leider nicht geschafft. Aber die kommt auch die nächsten Tage wieder. Ich versuche sie morgen auch wieder zu bringen, dementsprechend. Ja, momentan geht Gesundheit einfach vor. Und dementsprechend werden da die ein oder anderen Folgen ausfallen. Ne? Aber ich arbeite an einer Lösung dafür. So, was ich auch gesehen habe, mittlerweile 981 Abonnenten, also 19 Abonnenten fehlen noch, Leute. Und wenn ihr mir helfen wollt, die 1000 zu erreichen, dann gerne Kanal abonnieren, liked das Video und schaut euch die Projekte an, schaut euch die Folgen an. Ist alles eine sehr, sehr gute Unterstützung für mich und für meinen Kanal hier. Damit wir auch die 1000 Abonnenten knacken und die 4000 Wiedergabestunden. Ich meine, 4000 Wiedergabestunden sind nicht gerade wenig in 365 Tagen. Das sind, ich glaube, 11 Stunden, habe ich mal ausgerechnet, 11 Stunden pro Tag, die geguckt werden müssen, roundabout. Viele schaffen das ja doch.
Ne? Die Abonnenten, wie gesagt, stehen wir kurz davor. Bei der Wiedergabezeit sind wir ungefähr bei der Hälfte etwa. Etwas über der Hälfte sogar. Aber vielleicht schaffen wir es da sogar. Ne? Wäre eine klasse Sache, Leute. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne. Wie gesagt, abonnieren kostenlos, alles kostenlos. Glocke aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ja, natürlich gerne Videos gucken, Kommentare schreiben, hilft alles, um weiter voranzukommen, Leute. So, einmal drehen. Die nächste Spur direkt hinterher. Da haben wir das relativ gut geschafft. Ich denke mal, das kriegen wir heute auch in der Folge fertig mit der Einsaat hier auf Feld 26. Da bin ich von überzeugt, dass wir das fertig kriegen heute. Dann müssen wir uns mal gucken, dass wir jetzt in der nächsten Folge nochmal ein neues Feld kaufen. Und dass wir da das Ganze vorantreiben. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir die Maschinen vergrößern. Mehr Felder bekommen. Also Maschinenpark vergrößern, sowieso größere Maschinen, größere Grubber steht an, definitiv. Der neue Traktor müsste dann auch geholt werden, dementsprechend. Hier kommt einiges auf uns zu, Leute, ne? Kommt einiges auf uns zu. Das ist wohl wahr. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir wohl hin, ne? Liter Saatgut haben wir noch drin in der Seemaschine. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Gehe mal stark davon aus, dass es reichen wird. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen, aber die andere Seite wird auch dementsprechend kleiner, da ja Schräge da oben ist. Und von da sollte das, glaube ich, auch passen. Sehr schön. Ja, gestern habe ich seit langem mal wieder mit Blackjack gezockt. Ein paar Stunden, ich glaube 2 Stunden oder so. Haben wir zusammen Minecraft für was drinnen gezockt. Nachdem ich natürlich ein bisschen Probleme mit dem Server hatte, den ich erstellt hatte, extra dafür. Aber ich finde, der Server läuft sehr, sehr gut sogar. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass wir vielleicht demnächst wieder ein Fiverr's Trend Projekt bekommen können. Das alte werde ich wahrscheinlich auflaufen lassen. Das macht keinen Sinn für mich, in dem Sinne weiterzuführen, aber ein neuer Server bei einem anderen Anbieter diesmal, ne? Das werden wir, glaube ich, durchführen. Leute. Oh, da fehlt was an der Einsaat. Das müssen wir noch eben regeln. Das können wir aber auch noch hinheben. Sehr gut. Ja, die Seemaschine ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, der Grubber, den müssen wir definitiv austauschen. Da brauchen wir so langsam echt mal was Größeres, ne? Und ich glaube, auf Dauer werden wir auch ohne Autolot nicht hier vorankommen, ne? Bei den ganzen Feldern, die wir haben, dann die ganzen Flächen, die ganzen Ballen und sowas, Heuballen, Strohballen und so weiter.
Da werden wir definitiv ohne Autoload dementsprechend nicht vorankommen später mal. Da können wir uns sicher sein, glaube ich. Ich meine, jetzt wird noch eine Zeit lang klappen, aber ich meine, das raubt schon ganz schön viel Zeit, ne, mit den Ballen. Die alle von Hand aufzuladen, also mit Frontlader dementsprechend. Und das ist klar. Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was hier passiert, ne? Mach jetzt hier die eine Seite erstmal fertig. Das sollte, denke ich mal, gut klappen jetzt. Viel ist es ja nicht mehr. Klar, größere Sämaschine wäre auch nicht schlecht, aber ich denke mal, die Breite, die Arbeitsplatte ist erstmal in Ordnung. Grob ist, glaube ich, erstmal am wichtigsten, weil der ist echt clean, ne? Verdammt clean. Ja, wie es demnächst mit dem Projekt weitergeht, müssen wir mal gucken. Bin gerade ein bisschen am Upload-Plan am Basteln. Und das ein bisschen zurechtzurücken. Hab den Supermarkt-Simulator jetzt auch von täglich auf 3 Mal die Woche, glaube ich, gelegt. Auch morgens 7 Uhr, ich glaube dienstags, donnerstags und sonntags oder sowas. Sonst wird auch noch der mein Recyclinghof kommen um 7 Uhr und mittwochs und samstags um 7 Uhr kommt Little Big Workshop jetzt. Also 3 Projekte um 7 Uhr und dadurch haben wir natürlich die anderen Zeiten, also 2 Zeiten haben wir wieder mehr Platz, die natürlich auch mit anderen Projekten wieder gefüllt werden wahrscheinlich. Also ansteht wird wahrscheinlich noch ETS 2, das würde ich gerne wieder mit reinnehmen. Minecraft-Projekt, vielleicht sogar 2 Minecraft-Projekte, also ein normales Minecraft-Projekt und Forever Stranded. Fände ich ganz nice. Und von daher schauen wir mal, ne? Also es wird auch auf jeden Fall noch einiges passieren. Linkum kommt jetzt auch bei die erste Folge. Aufgenommen ist es schon. Ich habe jetzt nur keine Zeit gehabt zu schneiden und zu rendern. Aber im Kasten sind die ersten Folgen schon, genauso wie Stacklands, die neue Staffel. Da wird wahrscheinlich auch heute, glaube ich, die erste Folge kommen dann. Ich glaube schon. Also ich versuche es heute zu machen, geschnitten sind sie schon, gerendert auch. Die muss ich nur noch planen, dementsprechend hoch und planen. Das werde ich aber, glaube ich, auch heute machen. Dann ist das nämlich auch schon im Start. Und ansonsten gucke ich auch, dass ich die anderen Projekte wieder ins Laufen kriege hier, ne? Also ich bin fleißigst dabei, hier alles an Projekten am Laufen zu haben. So. Nächste Spur. Das Pferd machen wir auf jeden Fall heute noch fertig, ne? Das Feld machen wir auf jeden Fall heute noch fertig, Leute. Und dann müssen wir gucken mal, was ein neues Feld kostet, ne? Wie teuer das wird. 53.000 haben wir. Wir könnten theoretisch Kredit aufnehmen, meine ich. Ich meine, wir hatten keinen Kredit gerade offen. Das heißt, da besteht natürlich die Möglichkeit, weiteres Geld noch in die Hand zu nehmen, mit Hilfe eines Kredits. Was wir aber vielleicht nicht brauchen werden, ne? Wir haben noch, glaube ich, einiges im Silo, was wir verkaufen können. Die Wolle ist gerade eine große Nachfrage, je nachdem wie viel Wolle wir haben gerade, könnte das natürlich auch noch einiges an Geld bringen. Müssen wir, wie gesagt, mal in der nächsten Folge gucken, was wir da haben an Wolle. Und ich glaube, die kleineren Felder oben, da wo wir das eine Feld haben hier,
Weil Feld 6, die werden glaube ich nicht so teuer sein, ne? Feld 7 oder so, das wäre vielleicht eine schöne Sache. Oder vielleicht Feld 25. War vielleicht auch eine interessante Sache, ich weiß nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Da gibt auf jeden Fall diverse Möglichkeiten. Feld 22 wäre eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Feld 55, es gibt noch mehrere kleine Fette, die wir auf jeden Fall vorher holen könnten. Um den Ertrag auf Dauer zu steigern, ne? Und unseren Hof zu erweitern. So, vorletzte Spur. Dann haben wir dieses Feld durch mit der Einsaat, ne? Da müssen wir, glaube ich, noch einmal düngen. Das machen wir aber auch in der nächsten Folge. Also nächste Folge steht auf jeden Fall viel an. Hier Feld 26 düngen und Wolle verkaufen beim Palettenverkauf. Das kriegen wir aber hin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wolle da ist, wie gesagt. Ich glaube nicht, dass es allzu viel sein wird, wenn überhaupt eine Palette, glaube ich. Mir wird es gerade noch nicht sein, denke ich mal. Aber gut, schauen wir mal. Klappen wir die Sämaschine mal ein, fahren zurück zum Hof. Hoppala. Das war wieder klar. Das war wieder klar, Umweltrettung, ne? Ja, wie gesagt, Fett. 25 ist das, glaube ich. Das könnten wir vielleicht kaufen. Wäre zumindest eine Möglichkeit, ne? Wir müssen mal gucken, was auch auf den Feldern drauf ist. Dass wir auf jeden Fall eine Fruchtsorte auch schnappen, die wir auch dementsprechend ernten können. Das ist auch noch eine Sache, wo wir drauf aufpassen müssen. So, aber wie gesagt, auf Dauer Autolot können wir nicht drauf verzichten, glaube ich. Das wird auf Dauer sonst zu viel Arbeit hier werden, ne? Das können wir, glaube ich, nicht leisten. So, packen wir die Sämaschine noch weg eben schnell. Wir gucken in der nächsten Folge nach der Wolle. Und dann danke ich euch erstmal hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und sagt einmal bis dahin, Servus und Tschüss.